Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog und heute auch ein guter Beitrag, der leider für den Betroffenen, der Detlef heißt, nicht so schön ist, aber vielleicht mal ein Statement meinerseits zu solchen Fällen. Hallo Herr Kammerer, fast täglich schaue ich Ihren Blog und ich muss sagen, leider, das ist aber nicht Ihre Schuld. Je mehr Blog ich sah, umso mehr musste ich feststellen, dass unser Teichbauer ein Pfuscher war. 23.000 Liter fasst der Teich, ausgestattet mit einmal Ablauf, einer 20.000er Pumpe, einem Oase Filter Screenmatic 214.000 und einer Bidron. Neben dem ein Ablauf höchstens 10.000 Liter und eine ganze Menge Falten in den Folien. Ist doch so einiges verbockt. Ich habe eine Anwältin eingeschaltet und nach einem ersten Ortstermin mit ihr, dem Teichbauer, haben wir uns auf Ausbesserung einiger Fehlbauten, echte Schlampereien geeinigt, allerdings außerhalb vom Teich. Das Hauptproblem ist aber im Teich, habe ich in Ihren Blogs gelernt. Falten, die den Schmutz zurückhalten, mangelnde Filterkapazität, aufgrund der Vorgaben keine Strömung vorhanden. Das sieht der Teichbau anders. Ich habe ihn während des Teichbaus gefragt, ob eine Haltung von Koi möglich ist. Das wurde bestätigt und die Aussage vor der Anwältin wiederholt. Das Bauwerk hat fast 17.000 Euro gekostet. Bis jetzt haben wir zwei Koi und noch ein paar Goldfische. Altbestand aus 1000 Liter Becken. Können Sie helfen? Ich würde mich über eine Antwort freuen. Mit freundlichen Grüßen, Detlef. Nein, da kann ich leider nicht helfen. Und ich muss auch sagen, das ist ein Riesenproblem mit Teichbauern, ob sie jetzt pfuschen oder schlecht arbeiten oder was sie auch immer da tun. Es gibt kein genormtes Regelwerk in Deutschland, das sagt, ein Teich muss so und so aussehen. Für die Fischhaltung müsste er so und so aussehen, dass man sagt, er muss einmal pro Stunde ausgetauscht werden oder alle zwei Stunden einmal oder 1,5 Stunden einmal. Oder der Biofilter müsste so groß sein oder der Filter, der Vorfilter darf nur der oder der sein oder. All das, was ich Ihnen hier erzähle, baut natürlich viel auf wissenschaftlichen Fakten auf, was irgendwo auf dieser Welt mal getestet und erprobt wurde und für gut befunden wurde und dann auch der Wissenschaftswelt über wissenschaftliche Arbeit zur Verfügung gestellt wurde. Oder viel basiert auch auf den eigenen Erfahrungen, weil wir haben es natürlich mit einem speziellen Thema zu tun, der Koi-Haltung, also schwach stark besetzte Koi-Teiche oder Fischteiche in Privathänden, das ist wieder was ganz anderes wie eine stark besetzte Aquakultur. Ja, ich sage es ja immer wieder, die Gesetze der Wasserchemie sind die gleichen, aber sie laufen bei uns langsamer ab als in der Aquakultur beispielsweise. Da muss man sich wieder anders mit anderen Problemen beschäftigen. Wir können Teile vielleicht auch aus der kommunalen Klärtechnik entnehmen, die haben wahrscheinlich sehr ähnliche Bakterien, aber auch nur wieder Teile, ja, andere Teile funktionieren bei uns, die würden wieder in der kommunalen Klärtechnik nicht funktionieren. Und so ist es einfach so, alles, was ich Ihnen hier sage, bin ich zwar davon überzeugt, dass es funktioniert, dass es richtig ist und viele von Ihnen haben auch genau die Erfahrung gemacht, aber Sie können nicht zum Richter sagen, mein Teichbauer hat mir auf 20.000 Liter nur einen Bodenablauf gebaut und hat gesagt, die Koi-Haltung ist möglich. Ich habe hier jetzt den Modern Koi-Blog Nummer 2138, da sagt Martin Kammerer was ganz anderes. Dann sagt der Herr Richter, ja, woher weiß der Herr Martin Kammerer, das ist das alles fundiert oder ist er ein Gutachter oder gibt es da ein Regelwerk und dann wird es alles ein großes Streitfall. Und wenn der sagt, es ist die Koi-Haltung möglich, oder Sie haben ihn gefragt, ja, Koi-Haltung, was ist ein Haus, was ist Koi-Haltung? Ja, ich baue dir ein Haus, ja, hat es nachher 20 Zimmer, hat es 5 Zimmer, ich baue dir einen Koi-Teich, werden dann nachher 2 Koi auf 20.000 Liter reingesetzt oder gar 20 Koi oder 40 Koi, für dich ein Kilo am Tag maximal oder 200 Gramm am Tag und all das. Und drum, ein schlauer Teichbauer, kann ich nur sagen, wenn er einen Koi-Teich bauen möchte, dann bauen soll für einen Kunden, dann ist er eigentlich ganz gut damit beraten, wenn er den gleich von allen Belangen so aufsetzt, dass er nachher 1 bis 2 Koi, besser noch 2 Koi pro 1000 Liter halten kann, dass er entsprechende Wasseraustauschrate hat, dass er entsprechende Filtergröße hat, dass er entsprechende Teichform hat, dass er entsprechende Strömung hat, dass er entsprechend viele Bodenabläufe, Rückleitung, dass all das vorhanden ist, weil ansonsten kann ich Ihnen sagen, wird ihm der Teich irgendwann auf die Füße fallen und im schlimmsten Fall landen die Dinger dann vor Gericht. Habe ich ganz, ganz oft erlebt, habe aber auch ganz oft erlebt, dass da überhaupt gar nichts dabei rausgekommen ist, außer dass der Anwalt, die Anwälte und die Gerichte Gelder mitverdient haben. Oder man wird halt nicht weiterempfohlen von seinem Kunden. Und da muss ich sagen, da ist natürlich Genesis mittlerweile einsame Spitze. Wer da einen Koi-Teich will, wer schon mal mich herum im Garten
gehabt hat und sagt, ich will das und das und das und das, dann sagt der Micha, wenn Sie das genauso wollen, dann suchen Sie sich einen anderen. Oder wir setzen uns jetzt hin und ich sage Ihnen, wie ich für Sie bauen würde und auch nur bauen werde, wenn es zum Auftrag kommt, weil alles andere macht keinen Sinn. Er hatte so viel Erfahrung über so viele hunderte Koi-Teiche, die er da gebaut hat mit seinen Teams. Sie waren dieses Jahr mit zwei, zum Teil mit drei Teams draußen, um einen Teich nach dem anderen zu bauen. Und er hat einfach Ruhe. Oder haben Sie irgendwo mal auf dem Internet irgendwas gelesen, dass jemand einen Genesis-Teich zerrissen hat? Gibt es nicht, weil die bauen die Dinger einfach richtig geil. Und leider gibt es von Firmen wie Genesis viel zu wenige in Deutschland. Es gibt natürlich viele sehr gute Filterbauer, es gibt Pumpenbauern, allen voran Oase, sind mittlerweile absolut Weltspitze, was die für Produkte auf den Markt bringen, aber sie haben halt keinen Teichbau. Ja, ist auch nicht ihr Anspruch. Die sind Teile, Modullieferant. Ja, und es wäre geil, wenn es jetzt noch 5 Teichbauer gäbe wie Genesis in der Größe. Es gibt natürlich gute Teichbauer. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass alle anderen schlecht sind, aber wirklich welche, die eine Baustelle nach der anderen tak, 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 realisieren, da wäre vielen, vielen Leuten mitgeholfen, weil genau das, was du beschreibst, ist wirklich immer noch viel, viel, viel zu häufig. Und wir haben ja den einen Teich, wo ich war, wo die Fische in der Innenhalterung waren und der Teich außen leer. Mir vorstellt, vor 3 Jahren so einen GFK-Teich zu bauen, einer, der noch nicht gemerkt hat, dass man keine Treppe reinlaminieren kann, dass da Leute, egal welchen Alters, auf die Fresse fliegen und sonst damit nichts passiert. Also das ist schon grob fahrlässig. Ja? Aber auch den würden Sie nicht zu packen bekommen. Wichtig ist für den Teichbauer am Ende, dass der Teich dicht ist. Wenn er Wasser verliert, dann kann ich Ihnen sagen, dann sagt jeder Richter, da liegt irgendein Mangel vor. Aber solange das Wasser drin bleibt und sich das Wasser einigermaßen im Kreis bewegt, ist alles gut. Also, in diesem Sinne, machen Sie es gut. Vielen Dank für Ihr Interesse. Und drum prüfe, wer sich ewig binde. Holen Sie sich, wenn Sie sich einen Teichbau holen, immer mehrere Angebote ein und hören Sie mal zu, was Ihnen die einzelnen Leute zu sagen haben. Bis dann. Ciao.